Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mein monatliches Aufgebraucht und Plattgemacht Video für dich. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, in diesem Videoformat zeige ich euch immer so, was über den Monat leer gegangen ist, was natürlich nicht bedeutet, dass ich keine anderen Produkte verwendet habe und dass dieses Produkt dann wirklich von vorne bis hinten nur in dem jeweiligen Monat aufgebraucht worden ist. Ne? Also ich mache es normalerweise so, dass wenn ich ein Duschgel aufmache, dass ich das dann wirklich auch aufbrauche. Dauert manchmal einen Monat, manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsamer, kommt immer auf die Größe an, wie häufig mein Duschen geht und so. Ne? Dieses Mal habe ich mir überlegt, das ist einfach auf Wunsch von einigen von euch entstanden, dass ich das Ganze etwas anders aufteile. Und zwar seht ihr hier ja sowieso immer Timestamps, die habe ich jetzt aber etwas anders gemacht. Und zwar seht ihr am Anfang den Timestamp-Kooperationspartner oder so. Da zeige ich euch die ganzen Produkte von meinen Kooperationspartnern, die jetzt diesen Monat leer gegangen sind. Und danach habe ich relativ unsortiert tatsächlich, dies, das, Ananas, alle anderen Produkte, die es so gibt. Und ja, deswegen definitiv holt euch was zu trinken. Hier sind es 30 Grad, es ist sehr, sehr warm. Gönnt euch hart, trinken ist wichtig. Es könnte durchaus passieren, dass ich mir zwischenzeitlich, wenn hier mal kurz Pause ist, weil meine Kamera immer nur eine halbe Stunde aufnimmt, ne, einen Snickers gönnen werde. Oh, ich bin mittlerweile in so einer richtigen Fressphase angelangt. Okay, also, ich möchte, wie gesagt, starten mit meinen Kooperationspartnern. Das Ding ist halt einfach, dass ich die Produkte von den Kooperationspartnern halt auch verwende. Also es ist bei mir halt nicht so, dass ich ein Produkt bewerbe, es in die Kamera halte, dafür Geld kassiere und danach nie wieder was darüber erzähle oder so, sondern ich habe die Produkte dann wirklich hier und entweder brauche ich sie dann wirklich auf, weil ich die gut finde, ne? Oder es ist halt so, dass ich Produkte nicht so genial finde, dann landen die in meinen Flop-Videos. Auch die kommen ungefähr monatlich bei mir. Da habe ich jetzt aktuell, Entschuldigung, ich weiß auch nicht, eigentlich ist mir super warm, aber trotzdem läuft die Nase so ein bisschen. Das ist super uncool, ne? Tut mir leid. Genau, ich habe dieses Mal, also wenn das Flop-Video von Ende Juli quasi online kommt, ne, glaube ich, gar keine Pflegeprodukte drin. Aber ich habe zum Beispiel für das nächste Flop-Video, was ich drehen werde, schon die Nimia-Creme da drin zum Beispiel. Und das kommt halt wirklich immer so drauf an, weil, ne, im Laufe der Zeit, wenn ich die Produkte verwende, dann merke ich halt, tun die was für meinen Gesicht, für meinen Körper oder für meine Haare oder eben nicht, und dann entscheide ich, was ich damit mache. Genau. Wenn ich die Produkte von meinen Kooperationspartnern nicht so feiern würde, würde ich sie auch nicht so hart bewerben. Das sage ich euch auch. Ja. Ich bin auch ehrlich in der Bewertung. Zum Beispiel habe ich hier von Yepoda die SPF BFF. Das ist der Lichtschutzfaktor, Lichtschutzfaktor 30 fürs Gesicht, der in der Theorie total super ist. Also wirklich, der ist getönt, ne? Das lässt sich gut auftragen. Du könntest theoretisch auch Make-up drüber tragen, musst du aber eigentlich nicht, weil es ja wie eine BB-Creme ist. Und es ist ein schönes Produkt, was ich jetzt auch schön verwendet habe, seitdem ich es halt hier habe, habe ich es immer wieder aufgetragen, habe ich verwendet, wenn ich jetzt nicht wirklich pick in der Sonne gegangen bin. Wenn ich in den Garten gegangen bin oder so, habe ich das natürlich nicht getragen. Und das lag nicht nur daran, dass es Lichtschutzfaktor 30 hat, was für meine Haut eigentlich ein bisschen zu wenig ist, sondern es lag halt auch daran, dass es getönt ist. Und wenn ich halt super viel körperlich arbeite und schwitze, das sieht nicht gut aus. Es sieht ja so oder so nicht gut aus, aber das sieht mit einer getönten Geschichte schon mal auch gar nicht so gut aus. Außerdem ist es so, dass ich halt, weil es eine getönte Geschichte ist, immer das Problem hatte, dass ich den nicht nachtragen konnte. Weil normalerweise hast du ja einen Lichtschutzfaktor sowohl für den Körper als auch fürs Gesicht, ne? Und alle 2 Stunden sollte man den Lichtschutzfaktor wieder drauf machen. Das ist super wichtig. Und das geht bei diesem Produkt halt nicht. Das musst du dir runterwaschen. Und wenn ich das halt als Make-up-Ersatz quasi genommen habe, schwierig. Ne? Das heißt, also ich konnte ihn wirklich nur wie eine Foundation halt verwenden und dann nicht nachtragen. Dafür habe ich dann so diverse Sprays oder sowas gehabt.
Wobei ich da auch nicht genau weiß, wie jetzt das mit dem Schutz dann aussieht, ne? Aber das hat mich ein bisschen gestört. Trotzdem an und für sich ein gutes Produkt, was meine Haut sowohl gepflegt als auch geschützt hat, ne? Also es ist ein mineralischer Sonnenschutz, fand ich an und für sich gut. Es kommt immer drauf an, was für ein Hauttyp ihr so seid. Ich bin halt ein super Sensibelchen, also super sensible, trockene Haut und so, ne? Da muss man halt wirklich schauen. Ich liebe Jepoda. Die haben ganz tolle Produkte. Der SPF, ich werde den noch weiterhin verwenden. Ich habe mir auch schon einen nachgeordert tatsächlich. Muss aber wirklich sagen, dass das nicht mein Lieblingsprodukt von Jepoda ist. Jepoda ist ja K-Beauty, made in Germany, ne? Also das, ja, ich blende euch zu den Kooperationspartnern sowieso immer so ein bisschen was ein und habe mir auch was aufgeschrieben. Hier haben wir drin Hyaluronsäure, Squalan und Aloe Vera, was halt so ein langsames, was den Alterungsprozess der Haut verlangsamen soll und halt auch feuchtigkeitsspendend ist, was alles super ist, ne? Also wirklich gutes Produkt an und für sich, aber halt in der Handhabung für mich persönlich nicht ganz so optimal geeignet. Wir haben jetzt aktuell die Möglichkeit, dass ihr mit dem Code Claudi Glow, 30% sparen könnt und wenn ihr über 69 Euro Bestellwert kommt, bekommt ihr den Glow Hero mit dabei. Der ist mit Bakuchiol, müsste das sein. Das ist das natürliche Retinol. Darf ich aktuell nicht verwenden. Muss ich noch ein bisschen warten. Achso, übrigens, was ich auch noch sagen wollte. Die Leute, die halt quasi jetzt nicht diesen Part übersprungen haben, bekommen einfach ein kleines Goodie von mir. Und zwar mache ich eine kleine Verlosung in diesem Part des Videos. Also quasi in diesem aufgebraucht Video. Ja. Es gibt ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket zu gewinnen. Das ist immer sehr gut gefüllt und ich bekomme immer echt gutes Feedback von euch, wenn ihr den Gewinn auch bekommt, weil ich auch zusehe, dass da echt ein schöner Mix drin ist, ne? Und ja, alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht dieses Mal nicht wirklich in der Infobox, weil dann würden ja alle darauf hingewiesen werden. Also ich glaube, ich blende das hier einfach mal irgendwie ein. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn, dann seht ihr das nämlich nochmal. Im Prinzip sind es die gleichen Teilnahmebedingungen, wie es normalerweise üblich ist auf meinem Kanal. So, also, wir kommen jetzt zum nächsten Kooperationspartner. Ich habe halt super viel, was Gesichtspflege angeht, weil ich da, hört sich blöd an. Ich brauche einfach Menschen, die mir sagen, was mir gut tut. Hört sich wirklich bescheuert an, weil ich ich hatte eine Problemhaut. Ich habe zwar jetzt relativ viel Make-up drauf, aber meine Haut hat sich ja deutlich verbessert. Das haben wir alle mitbekommen. Liegt nicht nur an den Hormonen der Schwangerschaft, würde ich jetzt mal ganz doof behaupten, weil bei meinen Freundinnen war es bislang immer so, dass wenn sie schwanger waren, dass sie eine ganz schlimme Haut gehabt haben. Ich bin gespannt, wie es dann wird, wenn Babyboy geboren wird. Aber ich bin aktuell einfach super zufrieden mit dem, was meine Kooperationspartner mir halt auch empfehlen. Die haben es echt drauf, ich sage es einfach nur, ne? So, da habe ich nämlich zum Beispiel durch die Pflege von Beauty Mates, das ist ein Münchner Startup-Unternehmen, also ja, hier aus Deutschland auch wieder, die haben mir wirklich geholfen. Und die haben halt Booster, die du für jede Hautsituation verwenden kannst. Und da bekommst du ja auch mit Claudi 30% Rabatt, ne? Gönnt euch da auf jeden Fall hart. Es sind keine Affiliate-Codes, beide nicht, nee. Genau, aber bezahlte Kooperationen habe ich ja auch eingeblendet. Transparenz. Ich finde es wichtig. Auf jeden Fall ist das hier der Pore Minimizer Booster, den ich jetzt leer gemacht habe. Ich habe ungefähr den kompletten Regenbogen eine Zeit lang gehabt und jetzt so nach und nach alles aufgebraucht. Ich muss wirklich sagen, dass ich finde, dass Beauty Mates, was die Booster angeht, richtig gute Pflege, zielgerichtete Pflege herausgebracht hat. Mir macht es wirklich Freude, mich damit zu pflegen und ich merke einen Unterschied bei meiner Haut. Ja, das Vitamin C ist dafür da, um halt so Pigmentflecken aufzuhellen und das Hautbild so ein bisschen auszugleichen. Vitamin B3, also Niacinamide, sind dafür da, um die ganze Geschichte zu beruhigen, entzündungshemmend zu wirken. Und davon gibt man sich dann, wie auch immer man das möchte, 1 bis 3 Tropfen entweder pur aufs Gesicht oder du machst es in deine Creme mit rein oder du layerst das Ganze, also dass du das alles so schichtest halt, ne? Ich finde Pore Minimizer Booster mit am besten für mich persönlich, also für meine Hautbedürfnisse und kann ihn euch wärmstens ans Herz legen. Ich habe den kombiniert in dem Energy Set,
heißt das Energy Set? Nein, Even Skin Set, genau, mit der Hyaluron Cream Boost. Das ist eine der beiden Cremes, die man dort kaufen kann. Und das ist die Creme, die ich aktuell halt gerne im Sommer verwende, wenn es ein bisschen wärmer ist, weil die etwas leichter ist, aber auch sehr schön feuchtigkeitsspendend. Ich mag Beauty Mates auch deswegen, weil die diese hochdosierte Wirkstoffkosmetik haben und wirklich nur das drin haben, was du für deine Haut gebrauchen kannst. Ich werbe da schon seit, also ich arbeite mit denen ja schon seit, ich glaube, 2 Jahren, 3 Jahren zusammen, ne? Und bewerbe die Produkte einfach von Herzen gerne, weil ich sagen muss, dass die auch wirklich gut sind. Es gibt vorgefertigte Sets, wie das, was ich hier ja aufgebraucht habe, beziehungsweise das Produkt aus dem Set aufgebraucht habe. Ihr könnt euch das aber auch im Set-Konfigurator individuell zusammenstellen. Oder es gibt auch so einen Produktberater und eine künstliche Intelligenz, die euch so analysieren. Schaut euch da auf jeden Fall auf der Homepage um. Ist dort wirklich alles sehr schön gestaltet, sehr übersichtlich und clean. Und ja, wie gesagt, Claudi30, gebt euch 30% Rabatt. Für mich ein ganz tolles Produkt, wie gesagt, sehr empfehlenswert. Glaspipette und Glasfläschchen, ne? Kommt ein Glas mit? Nein. Schluck Wasser müssen wir trinken. Denn jetzt kommen wir zu Dalton. Da hatte ich jetzt letzte Woche auch einen Code und habe das auch beworben auf Instagram, auf YouTube und so weiter. Aktuell habe ich keinen. Ich warte jetzt auch auf den Adventskalender, um ehrlich zu sein. Aber da kann ich euch ja vielleicht schon mal so ein bisschen Inspo geben, dass ich euch auch ein paar Einblicke gebe. Ich habe nämlich einiges aufgebraucht, weil ich war ja auf Corfu, auf dem Event, und dort wurden wir halt mega eingedeckt mit ganz, ganz tollen Produkten. Und zum Beispiel hat dieses Produkt seit Corfu gehalten, das sind 3 Monate gewesen, Comfort Clean Sensitive Skin, sanftes Reinigungs Fluid, das habe ich halt beim Double Cleansing als Schritt 2 verwendet, also unter der Dusche. Einfach um den, ja, das Reinigungsöl bzw. The Calm Balm von Yepoda zusammen mit meinem Gesicht runter zu waschen. War sehr mild, sehr angenehm und sehr reinigend tatsächlich. Also kann ich euch ans Herz legen. Dalton ist marine Kosmetik, ne? Das habe ich euch auch schon mehrfach erzählt. Das Leben kommt aus dem Meer, du bist Leben, ich bin Leben. Wir kommen irgendwie evolutionstechnisch aus dem Meer. Deswegen ist es ganz gut, wenn du so hautverwandte Inhaltsstoffe hast. Das ist für mich mit sensibler Haut einfach sehr gut geeignet. Wir haben hier schon ein paar Produkte drin, wo ordentlich Duftstoffe drin sind, aber ich mag die Duftstoffe, weil sie meine Haut, tatsächlich, sie reizt meine Haut nicht, da habe ich überhaupt keine Last mit und es fühlt sich immer an wie ein Spa-Moment. Dieses Produkt habe ich verwendet, das ist Hand and Foot Care Repair and Protect, diese Oily Essence, da muss ich wirklich sagen, das fand ich jetzt nicht so bombastisch, bin ich eher ein Fan von richtiger Fußcreme, Fußschaum, Fuß mega krasses Zeugs, ne? Das war jetzt hier nicht gegeben, aber ist das jetzt Plastik? Ja. Ja, aber es ist jetzt halt leer, ne? Ich, wie gesagt, habe es nicht so hart gefeiert. Also, ja, vielleicht habe ich auch einfach nur zu trockene Füße. Man weiß es nicht. Dann habe ich etwas verwendet. Da sieht man schon einen Effekt, muss ich sagen. Aber irgendwie finde ich das geht zu schnell leer, bin ich ehrlich. Ich weiß nicht, ich habe jetzt auch keinen exorbitant krass großen Oberschenkel, ne? Body Care Perfect Silhouette, das Anti-Cellulitis Spray. Es macht wirklich einen Effekt, wirklich, wenn man das dann auch wirklich regelmäßig verwendet. Das ist aber kein Muss, habe ich mir drauf geschrieben. Muss man für sich selber schauen. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich will in Strandurlaub fahren und ich möchte irgendwie dann auch die ganze Zeit mein Poppes in der Sonne halten, weißt du, dann würde ich mir das gönnen, tatsächlich. Aber für jetzt so zu Hause, wo nur Menschen, die mein Poppes schon oft genug gesehen haben, mich sehen, ne, dann brauchst du das eigentlich nicht. Cool ist hierbei, dass es ein Airless-Container ist, genauso wie bei diesem Spray, dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt, kann man als Make-up-Fixierung auch nehmen und so, richtig tolles Erfrischungsspray, ist ein Airless-Container, das geht so hoch, theoretisch könnte man das jetzt runterdrücken, mit was Neuem befüllen, ne? Aber dafür fand ich den Pumper dieses Mal jetzt nicht so genial, als dass ich das machen würde. Jeder kann machen, was er möchte. Ich erzähle hier nur meine persönlichen Erfahrungen. Auf jeden Fall habe ich hier die Hyaluronic Urea Creme fürs Gesicht leer gemacht. Hydro Boost Anti-Aging Feuchtigkeitscreme, leichte Textur. Mag ich hier sehr gerne leiden, mag meine Haut sehr gerne leiden. Wie gesagt, hautberuhigend ist eine ganz gute Geschichte für mich. Und ich fand sie auch nicht zu schwer. Achso, warum ich das übrigens trenne? Damit es in der Recyclinganlage besser recycelt werden kann. Theoretisch müsste man dann auch den Deckel hier entfernen, aber den kriege ich meistens nicht ab. ja, die Sonne hat geschienen, ne? Deswegen habe ich hier meinen Körper auch eingecremt. Da habe ich Lichtschutzfaktor 30 genommen. Das ist ein Spray. Hier war der Pumpkopf ein bisschen
Nicht so geil, das ist die ganze Zeit ausgelaufen, aber ein schönes Spray hat mir gut gefallen und ich habe schon so ein bisschen gemerkt, dass ich eingecremt bin. Also wenn ich mich zum Beispiel danach, soll es ja nicht am besten nicht direkt danach in der Sonne gehen, ne? Ich habe mir dann irgendwie, dass ich mich an den Laptop gesetzt habe, ein Video geschnitten habe oder so, ne? Und wenn ich dann die Arme auf den Tisch gelegt habe, hat das schon so Abdrücke ein bisschen gegeben, aber deutlich weniger, als wenn ich jetzt eine sehr reichhaltige Sonnencreme zum Beispiel verwenden würde. Ne? Das macht schon einen Unterschied und auch die Beine haben nicht so zusammengeklebt. Also mir hat es gut gefallen. Ich habe da jetzt auch schon wieder eine neue in Anwendung und ja, schön. Ach, Mülltrennung hatten wir gesagt. Ne, da war doch was, Claudinchen. So. Zack. Dann habe ich meine Lieblingsmaske leer gemacht. Ich versuche, und das werdet ihr auch merken, weniger Tuchmasken zu verwenden. Tatsächlich. Und halt mehr so Pöttchenmasken. Ich habe jetzt aber die hier aufgebraucht. Die mochte ich gerne leiden. Das ist ein wunderschöner, frischer Kick fürs Gesicht. Die Face Care Hydrolift Maske müsste es jetzt auch noch aktuell so in einem Set für 25% Rabatt geben, dass du dir halt die verschiedenen Masken einfach mal bestellen könntest und dir die einfach mal anschaust. Das ist jetzt nicht über einen Rabattcode von mir oder so, sondern es ist, glaube ich, eine aktuelle Aktion. Und sehr empfehlenswert, kann man bis zu 3-mal verwenden und ja, die sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen, wenn man mit Dalton in Kontakt kommen möchte und irgendwas mit trockener Haut im Gesicht hat. Dann habe ich 2-mal aufgebraucht, die Marine Selection Anti-Aging Ampullen-Set-Geschichten. Das sind die hier, da erzähle ich jetzt nicht allzu viel drüber, das sind meine Lieblingsampullen von Dalton tatsächlich, weil ich hier den besten Mix drin habe. Bei den 5 Ampullen ist es so, dass die Extreme Lift mir nicht extrem gut gefällt, weil ich finde, dass sie so ein bisschen komisch riecht einfach. Ne? Trotzdem, alle machen einen wundervollen Effekt auf meine Haut. Die pflegen alle meine Haut auf ihre Art und Weise und sind sehr, sehr empfehlenswert. Da habe ich euch aber auf Instagram auch einen Post zu gemacht. Und genau, da habe ich auch noch 3 andere Ampullen aufgebraucht, die aber auch alle 3 in dem Ampullen-Set enthalten sind. Ja, also mir persönlich gefällt Dalton halt unglaublich gut und ich freue mich drauf, dass wir Anfang Oktober schon wieder ein Event haben werden und ja, ich hoffe, dass Babyboy das mitmacht, denn Frankfurt ist schon eine ganze Ecke von mir entfernt. So viel dazu und jetzt gehen wir mal durch meine bunte Mischung an Sachen aus dieser Kiste durch. Ich weiß nicht. Ja, wir fangen hier mal an. Das ist von Mermaid & Me ein Shine On Heat and Shine Spray Shiny Hair. Das ist ein Leave-In gewesen. Das habe ich mir nach dem Haarewaschen einfach reingegeben. Hat das irgendwas gemacht? Hat gemacht, dass meine Haare manchmal ein bisschen leichter kämmbar waren. Ich habe das auch manchmal, weil ich jetzt ja mittlerweile auch nicht mehr jeden Tag meine Haare wasche, ne? So zwischendurch mal reingegeben, wenn mir meine Haare zu strohig waren. Problem, am nächsten Tag waren sie dann noch krasser, also irgendwie, weiß ich nicht, ich würde es nicht nachkaufen. Nee, also da mag ich lieber das von Glisskur, für mich persönlich, für meine Haare, mag ich das einfach lieber leiden und finde das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach schöner. Dann habe ich hier von Freiöl das Figuröl aufgebraucht, das habe ich von der lieben Eva geschenkt gekriegt zum Geburtstag, glaube ich, ne? Oder war das in einem, ich weiß nicht, das hatte sie mir auf jeden Fall geschenkt, mag ich einfach super gerne. Also ich öle mich jetzt ja abends immer ein. Von hier bis zu den Knien quasi, eben weil ich dort meine, die ganzen Schwangerschaftsstreifen vermeiden möchte. Und da öle ich, bis der Arzt kommt quasi. Und ja, das von Freiöl mag ich einfach gerne. Ja, ist jetzt halt super ölig, diese ganze Verpackungsgeschichte hier. Dann habe ich 2-mal aufgebraucht von Airwick Blütenzauber. Das war bei uns in dem Freshmatic Sprayer drin im Badezimmer. Und ich bin sehr verwundert, dass die beide leer gegangen sind. Kann sein, dass eins vielleicht leer gegangen ist, kurz nachdem ich mein letztes Aufgebraucht-Video gedreht habe, denn normalerweise hält ein so ein Ding bei uns einen Monat. Ich finde auch, dass dieses Freshmatic-Teil total super ist. Ich finde es großartig. Ich finde nur, dass diese Teile sackteuer geworden sind. Ohne Witz, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ist das nur mir aufgefallen? Ich habe letztens bei DM und bei Rossmann, bei Rossmann habe ich bestellt und bei DM habe ich auch vorher geguckt, ein Doppelpack. 6,49 Euro? Das war doch voll die Hälfte, oder? Ich meine, alles im Leben wird teurer, da müssen wir jetzt, ne, jetzt auch mal realistisch bleiben, aber das fand ich schon heftig. Dann habe ich eine Balea straffende Hydrogel-Gesichtsmaske gemacht mit Rosenwasser und Hyaluron. Ja, die hatte ich in meiner Glow Goodie Bag drin. Fand ich super. Also die war kühlt,
war kühlend und erfrischend mit sehr viel Serum, ohne Rutschen, fand ich einfach toll. Also kann ich empfehlen, ist eine schöne Gesichtsmaske, die man einfach so zwischendurch mal machen kann. Das, was halt bei den Drogerie-Gesichtsmasken ist, ne, und was halt auch den Preis rechtfertigt, die Wirkung hält halt nicht so lange an, wie die Wirkung von einer High-End-Maske, wie von Dalton zum Beispiel, würde ich jetzt einfach mal so, ne, in den Raum stellen. Wenn ich eine Dalton-Maske anwende, ist es so, dass ich den Effekt schon noch so, ja, 3, 4, 5, 6 Tage spüre, also dass mein Gesicht praller geworden ist. Und hier ist es wirklich nach einem Tag meiner Meinung nach, dass ich das Gefühl habe, dass die Wirkung schon wieder futsch ist. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Das will ich jetzt niemandem vorschreiben, in welchem Preissegment man wie wo einkaufen sollte. Das betrifft jetzt bei mir hier auf dem Kanal vor allem halt Beauty, aber es gibt ja auch Lebensmittel und, keine Ahnung, Reisen und was möchte ich mir leisten, was kann ich mir leisten, das sind immer so die verschiedenen Sachen. Ich bin auch nicht Krösus, bei mir kommt leider auch kein Gold aus dem Poppes raus, sodass ich da irgendwie mir jetzt super teure Sachen fürs Kinderzimmer zum Beispiel kaufen könnte, dass ich da den teuersten Boden reinmachen könnte oder so. Also da muss man halt dann immer wirklich schauen, ne, was ist einfach in dem Moment möglich. Und ich persönlich finde, wenn man sich zwischendurch einfach mal was gönnt, sei es irgendwie eine hochwertige Pflege oder sei es ein schickes Essen, wenn man schick essen geht mit einem lieben Menschen halt, ne? Das ist eine ganz wichtige Sache und das sollte man einfach nicht außer Acht lassen, auch wenn wir so bekloppte, nervige Hardcore-Zeiten wie aktuell haben, dass wir da einfach nicht vergessen, uns halt auch einfach mal ein bisschen was zu gönnen. Das ist wichtig, wirklich, Leute. Ich habe mir zum Beispiel heute gegönnt, dass ich mir einen grünen Look geschminkt habe, einfach weil ich Spaß dran hatte. Weil, keine Ahnung, ich gehe ja auch so aus dem Haus, ne? Das ist einfach nur für mich Freude, wirklich Freude. Oder ich habe mir gestern Abend gegönnt, dass wir, nachdem wir im Baumarkt waren, einfach mal zum Meckes gefahren sind. Das ist jetzt ja auch nicht keine Riesenausgabe groß gewesen, aber trotzdem, ne? Einfach so fürs Gefühl, dass man sich einfach was Gutes tut. Das ist schon wichtig, ne? Ja, so. Dann habe ich hier eine Ampulle aufgebraucht. Das ist von Barbour die Active Night. Genau, da habe ich aktuell die 7 sind da, glaube ich, drin immer, ne? Die habe ich von Jan mal geschenkt gekriegt. Jan hat mir ja von Party Light so ein cooles Paket mal gepackt. Fliegt okay, also da kann ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil ich jetzt erstmal nur eine einzige leer gemacht habe. Aber da fand ich die Pflege, wie gesagt, in Ordnung. Da muss ich halt einfach schauen, wie sich das jetzt in den nächsten Tagen verhält. Also, ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Dann habe ich hier Augenpatches von Revolution mit Jake Jamie ist das, die Watermelon Hydrating Under Eye Patches mit Wassermelone und Hyaluron. 60 Stück sind hier drin, also für 30 Anwendungen. Da scheiden sich die Geister, ne? Was ist jetzt wirklich umweltfreundlicher? Ob ich mir 30 Packungen von diesen Einzelsachets kaufe oder ob ich mir ein so ein Ding kaufe, wo ich halt härteres Plastik habe, wo dann auch drin noch eine Pinzette mit bei ist und eine Zwischeneinlage, die sich jetzt hier nach oben verzogen hat. Das ist schüchtern, das kleine Teil. Ach so, aufgedreht lassen wollte ich es wohl. Ha, guck, jetzt ist es runtergefallen. Und das muss man, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne, müsste man vielleicht wiegen und Experten befragen. Ich bin da kein Experte. Ich habe einfach ein besseres Gewissen, wenn ich mir die hier halt so hole. Und abgesehen davon ist es einfach auch günstiger. Ich mochte die übrigens sehr gerne leihen. Ja. Haben gut meine untere Augenpartie mit Feuchtigkeit versorgt. Dann habe ich eine Lippenpflege aufgebraucht. Hier von Weleda ist das, die Everon Lippenpflege pflegt und schützt mit wertvollen pflanzlichen Wachsen. Fand ich persönlich nicht ganz so optimal. Ich hatte die abends am Bett stehen und irgendwie, ob ich die jetzt abends drauf gemacht habe oder ob ich sie vergessen habe, ne, hat nicht den großen Unterschied gemacht. Deswegen, also ich würde sie mir jetzt nicht aktiv nachkaufen, muss ich sagen. Ja, dann, kommt das in meine Full Face Beauty Box mit rein? Weiß ich noch nicht. Lege ich mir mal zur Seite. Ich weiß nicht, ob die Vergangenheits-Claudi das bei den anderen Lippenpflegen gemacht hat. Muss ich mal gucken. Stelle ich mir mal zur Seite. Full Face Beauty Box vor allem, ne? Dekorative Kosmetik aufgebraucht fürs Jahresende, übers ganze Jahr verteilt. So, dann war ich zusammen mit ein paar Trashosaurus-Mädels und der lieben Sarah Isabel auf der Glow, Leute. Und da habe ich mit Sarah Isabel, übrigens eine sehr angenehme Zimmergenossin, zusammen in einem Hotel übernachtet. Und da hatte ich dann so winzig kleine Produktchen mit, ne? Richtig toll. Von Luzeta hatte ich dieses Rose Oil Body Wash mit dabei gehabt. Da waren nur 30 ml drin, hat richtig gut gerochen, hat die Haut schön gereinigt. Ist ein Duschgel, was willst du da groß zu sagen? Achso, das bei Duschgel ist halt immer die Sache. Da würde ich, hallo,
Ich wollte den Deckel abnehmen. Da würde ich jetzt nicht super viel Geld für ausgeben, weil das halt etwas ist, was ich dann ja auch direkt wieder abwasche. Ne, wenn das was ist, was auf der Haut bleibt und was die Haut dann ja auch entsprechend durchdringen kann, dann achte ich schon drauf, dass da die Inhaltsstoffe etwas anders sind oder dass es halt ein bisschen hochwertiger ist. Wobei auch das war, glaube ich, nicht günstig, weil das müsste mal in einem Adventskalender drin gewesen sein. Das hier habe ich zum Beispiel ganz, ganz gut gefeiert von Isana, das schäumende Duschgel, fühl dich gedrückt, habe ich von der lieben Dani bekommen. Und das mein anderer Nachbar kam gerade mit dem Fahrrad nach Hause und guckte nach oben und grinste. Sehr süß. Okay, auf jeden Fall, ja, habe ich das leer gemacht und hat mir gut gefallen, hat okay geschäumt, hat okay gepflegt, was halt so ein Duschgedönsen macht. Soll ja auch ein Dupe sein oder, ne, ja, sehr süß, aber sehr gut. Ja, ein Dupe zu Rituals und, also, wenn ich mir, bevor ich mir Rituals hole, würde ich mir sowas holen, definitiv. Ich freue mich auf den Rituals Adventskalender, keine Frage. Ne? Werde ich auch feiern und werde ich auch ehrlich mit euch zusammen durchgehen und bewerten. Aber ich finde es auch cool, wenn die Drogerie die Möglichkeit hat, so eine Art Dupe anzubieten. Dann habe ich hier ein Putzregal aufgeräumt, deswegen sind hier auch ein paar Putzsachen mit drin, Leute. Genau, den hatte ich dann leer gemacht, nämlich ist dieser Spiritus Glasreiniger von Frosch. Das ist einfach der beste, den es gibt. Kann man nicht anders sagen. Ich finde den großartig. Der ist streifenfrei bei uns. Ich habe da meine Freude mit. Ne? Also das, ja, finde ich einfach klasse. Verwende ich für alles Mögliche. Fensterputzen macht mein Freund. Also fürs Fensterputzen definitiv nicht. Aber für Spiegel und für mein Auto. Mittlerweile mein kleiner Opel Adam. Yay, ich freue mich. Die Kiste sieht immer noch so groß aus, weil hier auch so große Sachen drin sind, wie zum Beispiel Facels Lippeinlagen. Die waren jetzt in der normalen Geschichte, also Komfort und frische Duft. Ich brauche jetzt eigentlich keinen frischen Duft untenrum, ist eigentlich Jacke wie Hose, ne? Aber ich mochte die gerne, weil das nicht die Flexiform waren. Ich habe mir jetzt letztens die Flexiform nachgekauft und habe mir einen Kopf gepackt, weil jetzt aktuell, ne, ist es einfach so, ich weiß gar nicht, wer das sagte. War das Jenny, Miss Curly Jen, der Körper bereitet sich auf die Geburt vor und halt auch untenrum. Er macht, dass die Autobahn ordentlich geteert ist. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt definieren soll. Haben geholfen, haben geschützt, fand ich gut. Mittlerweile muss ich mir jetzt wahrscheinlich eher demnächst mal die langen kaufen. Das ist ein bisschen blöd, aber ja, muss halt sein. Ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Ach, das mache ich später. Dann habe ich hier von Barbour die Kur gemacht. Lifting and Firming. Das sind diese hier. Genau, da waren halt mehrere verschiedene drin. Welche waren denn da drin? Weiß ich nicht. Ich habe jetzt hier Lift Express. Nochmal Lift Express. Und nochmal Lift Express. Okay. Klebt und pflegt. Also in dem Sinne hast du so ein leicht klebriges Gefühl noch auf dem Gesicht. Aber es pflegt definitiv. Mochte ich auch gerne leiden. Ich mache das jetzt mal. Also ich glaube, das hier kann ich einfach im Papiermüll entsorgen. Ne? Ist ein grüner Punkt drauf. Aber das ist aus Papier meiner Meinung nach. Komm, den grünen Punkt bei mir. Zack. Papiermüll. Dann habe ich hier eine Körpercreme leer gemacht. Oh ja, ich kann jetzt auch mit Asam Beauty zusammenarbeiten. Ja, aber das hier habe ich mir selber ja gekauft oder es war im Adventskalender drin, ne? Bath and Body Flurry Charming Blossom. Genau, weil ich habe jetzt überlegt, sonst müsste das dann ja auch theoretisch in den ersten Teil mit rein. Nee. Körpercreme, ja. Nährt mit zartem Duft und ein Herzchen habe ich auch drauf gemalt. Also mochte ich wohl gerne leiden, ne? Ja, kann mich aber gerade nicht so gut dran erinnern. Ja, ich bin immer froh, wenn wir halt Asam Beauty auch so testen können und so. Ich bin auch sehr gespannt auf die Adventskalender, die kommen nächste Woche raus. 1.9. ist Launch Day, Leute. Gönnt euch hart. Dann habe ich hier aus der Drogerie von Isana die Cremeseife. Das Beste in meinem Leben bist du. Ist das nicht süß? Ja. Der Duft war auch wirklich super süß. Ich fand's klasse. Mein Freund hat es wahrscheinlich gar nicht gemerkt. Ja, ihm wäre das relativ Pelle gewesen. Ich fand das super. Mir hat es gut gefallen. Ist eine Seife, ne? Damit wäscht man einfach nur die Hände. Hier kannst du auch extra dieses Kram abmachen. Da ist auch so ein Bild drauf, dass man das machen soll. Damit sich das halt besser recyceln lässt, ne? Das ist auch ganz interessant. Und ich finde, wenn wir das hier bei YouTube ja schon alles zeigen, den ganzen Müll und so, dann sollten wir ja auch zeigen, dass man das ganze Kram auseinanderbauen sollte. Meine Meinung. So, dann habe ich etwas aus Treasuresaurus rausgenommen und zwar die Baby Moon Cream, so heißt die. Ja, von Dr. Rest. Die Stretchmark Cream. Das habe ich jetzt hier natürlich so zusammengerollt. Ich fand die wirklich gut. Wirklich gut. Sehr, sehr reichhaltig. Da musste man ein bisschen aufpassen, aber ich fand die gut.
ob die jetzt gegen, ne, also ich habe in der Zeit jetzt keine Schwangerschaftsstreifen bekommen. Ich fand die super, mir hat sie gut gefallen, kann sie empfehlen, gönnt euch hart. Ich weiß nicht, was die kostet. Dann habe ich Klopapier aufgebraucht. Man braucht kein Limited Edition Klopapier, aber es ist irgendwie schön. Und das hier fand ich besonders süß, weil hier einfach auch, genau, von DM sanft und sicher, Toilettenpapier Limited Edition, einfach ein Känguru und das Känguru-Baby mit drauf waren. Und das war tatsächlich auch auf manchen Rollen drauf. Also auf manchen Rollen hatte man nur so Herzchen drauf gedruckt und auf manchen waren dann auch wirklich die Känguru-Geschichten. Jo. Dann habe ich hier von Charlotte Tilbury, auch aus Trashy rausgenommen, Charlotte's Magic Cream. Die mochte ich richtig gerne leiden. Ist eine schöne Gesichtscreme, hat die Haut gepflegt. Da sind super viele Inhaltsstoffe natürlich auch drin, aber Parfümstoffe drin. Ich persönlich vertrage die sehr, sehr gut. Also ne, ich feiere die immer sehr, habe jetzt auch aktuell die Augencreme von ihren Anwendungen. Muss leider gestehen, dass ich die auch richtig gut finde. Ja. Bin halt eine Ultra-Trockenpflaume, denn irgendwie einige von den Trashy-Mädels haben ja dann auch, ne, wir haben ja auch so geschrieben miteinander und die haben alle gesagt, boah, das ist so reichhaltig, so krass, so kriege ich fast Pickel von und so. Und ich denke mir nur, ja, meine Haut so, okay. Ich habe noch ein bisschen hier was von Denk mit, und zwar Badreiniger-Nachfülltabs. Kann man machen, wenn man nicht so eine Ultra-Verschmutzung hat. Das ist auch so eine Sache. Cool finde ich das System an sich. Das ist ja auch von Everdrop, glaube ich, übernommen worden. Ich habe ja auch letztes Jahr den Everdrop Adventskalender ausgepackt, dass man halt quasi einfach nur diese Tabs hier drin hat. Ich glaube, 2 oder 3 sind hier drin. 3? 2. 2. Und das machst du einfach in eine leere Sprühflasche, machst da Wasser rein und dann hast du dein Produkt. Das ist eigentlich total super. Aber es ist halt nicht die Chemiekeule, die ich normalerweise gerne bei uns so verwende. Ne? Nicht, dass es bei uns super dreckig wäre, aber es ist einfach so, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Man fühlt sich sauberer, wenn das richtig in der Nase brennt. Ja, keine Ahnung. Aber ja, ist halt auch wirklich, hier steht ja auch drauf, schonende Reinigung. Ne? Ja, ne? Also für mal eben so über die Oberflächen im Bad, yo. Aber für das, wenn es drauf ankommt, eher nicht so. Genauso ist es hier halt auch mit den Multiflächenreiniger-Nachfülltabs gewesen. Ne? Das ist halt auch so eine Sache für mal eben so, ja, für eine derbe Verschmutzung, wenn zum Beispiel Sammy bei uns irgendwo im Wohnzimmer auf die Fliesen gebrochen hat oder so, dann ist das für mich einfach zu wenig. Ne? Also dadurch geht der Schmutz, der grobe Schmutz, den ich sehe, schon weg, aber ich denke mir die ganze Zeit, da muss ich irgendwie noch was nehmen, was das irgendwie wegschrubbert. Ja, ist einfach so vom, ich weiß nicht, schreibt mir gerne, wie das bei euch Hausfrauen sonst so ist. Upsala, von Hausfrau zu Hausfrau, Leute. Ne, gefühlstechnisch, ne? Aber gut, wenn es halt wirklich nur so leichte Geschichten sind, für den generellen Putzgedönsen, ist das ja alles vollkommen ausreichend, dass man halt diese Nature-Geschichten nimmt, die dann ja auch gar nicht mal so super teuer dann mehr sind, weil mittlerweile ist es ja auch alles etwas mehr eingegroovt, ne? Aber das Gefühl ist immer noch mit dabei. 8x4 Floral Breeze habe ich hier, ein Deo, das mochte ich gerne leiden. Das hatte ich irgendwo in der Box mit drin. Ist einfach so ein Ding, was ich gerne mache. Ne? Also hat mich tatsächlich auch, wenn es ohne Aluminium ist, relativ gut trocken gehalten und nicht nur geruchstechnisch geschützt. Dann habe ich hier auch irgendwo aus einer Box, schön für mich Box war das, glaube ich, drin, For Your Beauty, den Cognac Körperpflege Schwamm Natur. Den habe ich auch bei uns in der Dusche hängen. Ich verwende den einfach so zwischendurch mal, wenn ich da einfach Bock drauf habe. Ne? Nicht jedes Mal, weil das hat ja auch eine leicht peelende Wirkung und ihr wisst, sehr sensible Haut, mechanische Peelings schwierig. Mache ich halt manchmal, wenn ich halt so richtig, wenn ich hier oben ein Adventskalender-Unboxing gedreht habe, Leute, dann läuft mir die Suppe zwischen den Beinen her. Ich sage euch, das ist wirklich ganz schlimm. Und wenn ich dann duschen gehe, dann habe ich auch das Bedürfnis, mich abzuschrubbern und dann nehme ich so ein Ding. Ne? Das sind einfach hier Sachen, die sollte man nicht so offen kommunizieren. Hm. Hm. Dann habe ich von Cardalis hier etwas aufgebraucht. Das war mal in der Goodiebox, glaube ich, drin. SOS ist das eine Nourishing Body Lotion. Die sollte nach Banane riechen. Hat sie nicht wirklich. Die hat schon ein bisschen gestunken. Nee, war nicht gut. 99,5% natürliche Inhaltsstoffe. Hat nicht so gut nach Banane gerochen. Ich habe mich so auf Banane gefreut. Die war doch mit Banane. Sustainable Banana Science. Ja. Ja. Nö. Überhaupt nicht. aber sie hat halt gepflegt. Aber der Bananenduft, nee, das war enttäuschend. Nee, das war einfach enttäuschend.
Da hast du mehr Shea Butter als sonst was gerochen. Dann habe ich hier auch unter der Dusche, ich freue mich auch auf den Bodyshop Adventskalender, aber diese kleinen Viecherleute, die sind echt für den Hintern, das sage ich euch. Du kriegst das Produkt dann nicht wirklich raus. Theoretisch müsstest du dann Wasser reinmachen, das durchschütteln drauf. Habe ich keinen Nerv zu. Bin ich ehrlich, dann bleibt nämlich halt immer so ein kleiner Restrotz hier drin und das ist total ärgerlich. Ne? So. Das heißt, ich werde mir dann wahrscheinlich eher den mittleren oder großen holen, weil da hast du halt nicht das Problem mit diesen kleinen Fisselteilen. Das ist, wie es ist. Trotzdem positiv. Du hast es hier halt zum Aufklappen. Ne, das ist halt nice spicy. Duft mochte ich gerne leiden. Auch im Hochsommer kann man sich gerne mal mit Mandel, Milch und Honig abduschen. Ist vollkommen in Ordnung. Für sensible, trockene Haut, ja, ist halt zum Duschen. Ne? Hast du dann die Dusche runtergespült und dann war es weg. Zack. Dann habe ich hier für meinen Intimbereich verwendet, Boom Core Hydratant, habe ich in der Blissimbox, glaube ich, drin gehabt. Aqua Hero ist das ein Produkt, 40 Milliliter. Das fand ich ganz angenehm, das war so eine Art, weiß ich nicht, so eine Lotion, aber nicht ganz so flüssig. Also ich konnte schon so auf meinen Finger so drauf machen. Und dann so ein Haufen auf meinem Finger hat dann auch dafür gereicht, um es halt für meinen Intimbereich zu verwenden. Jeden Abend habe ich das auch gemacht. Einfach weil, ja, Haut ist noch sensibler als sonst und so, ne? Wobei ich sagen muss, da hat Dalton jetzt ja ein Produkt, was ja eigentlich eher fürs Gesicht gedacht ist, was ich zweckentfremdet habe für meinen Intimbereich, ne? Das finde ich tatsächlich besser als das hier. Aber das hier ist ja auch kein Intimprodukt an sich gedacht gewesen. Ich weiß gar nicht, ob hier vielleicht sogar Duftstoffe drin sind, was ja dann total kontraproduktiv gewesen wäre, wenn man ja eigentlich keine Duftstoffe da unten hinpacken sollte. Nö, eigentlich ist da keiner drin, ne? Naja, ist auf jeden Fall okay gewesen, aber ja, wäre wahrscheinlich schöner als auf das dann gewesen. Aber ich habe es ja eh zweckentfremdet, also das ist meine Schuld. Dann habe ich hier noch ein Produkt von The Body Shop, und zwar Conditioner nach dem Shampoonieren, Shea for Dry to Very Dry Hair. Habe ich aktuell halt richtig krass, ne? Und ja, dafür habe ich sie halt nicht fertig. Also ich habe sie lieber trocken als fertig, bin ich ehrlich. Und ja, fand ich okay. Würde ich jetzt aber auch ehrlich gesagt nicht nochmal nachkaufen, weil ich dafür den Duft einfach nicht überwältigend genug fand und die Pflegewirkung halt auch nicht schön genug. Ich weiß gar nicht, ist vegan. Ich weiß nicht, ob hier vielleicht einfach auch keine Silikone drin sind, weil eigentlich mögen meine Haare sehr, sehr gerne Silikone. 96% natürliche Inhaltsstoffe, 100% recycelte Flasche und... So, das ist doch auch nett, ne? Zack, die Wabdi. So, dann habe ich hier dekorative Kosmetik leer gemacht. Und zwar von Love ist das der Eyeshadow Primer Perfectitude. Finde ich ziemlich gut und habe ich lange dran gehabt, Leute. Also bis der leer war, das hat lange Zeit gedauert. Irgendwann habe ich halt gemerkt, dass er auch nicht mehr ganz so optimal gut war. Also dass er quasi echt viel zu lange offen war. Dann musst du nämlich nach 6 Monaten eigentlich wegtun. Ja, Jahre offen gewesen. Mhm. Ich mochte den gerne. Der hat gemacht, dass dieses, also dass so ein Augen-Make-up halt an Ort und Stelle bleibt, dass es nicht irgendwie in die Lidfalte reinrutscht, gerade mit Schlupflidern oder so, ne? Hat die Farben intensiviert auch ein Stück weit. Ich mochte den einfach ganz gerne. Kann ich empfehlen. Dann habe ich hier von Weleda etwas aufgebraucht, das Lavendel-Entspannungsöl. Ich hatte von meiner Hebamme so eine Tasche bekommen, wo halt auch so Pröbchen drin waren. Und da war das, glaube ich, auch mit bei. Ist das Glas? Ich weiß, macht man nicht, ne? Ich weiß es nicht, Leute. Hört sich das für euch nach Glas an? Oder eher nach Plastik? Ne, es ist Glas, ne? Ja, wow, der Duft kommt gerade hart raus. Ich glaube, ich muss gleich niesen. Mochte ich gerne leiden. Puh, ja, fand ich gut. Wenn man nicht niesen kann, ne? Dann ist es fies. Oh, frech. Ich habe hier Tempos. Warum putze ich mir eigentlich nicht die Nase? Den Elefanten muss ich aber echt rausschneiden, Leute. Ich kann nämlich leider überhaupt nicht leise meine Nase putzen. Das ist ganz schlimm. Ich glaube, so eine Vererbungssache ist das irgendwie. Dann habe ich einen Toner aufgebraucht und zwar von Melvita. Auch den hatte ich auf der Glow quasi dabei. Ne? Ist ein Damascena-Rosenwasser und fand ich süß. Hat meine Haut gut getan. War mit dem Sprayer, das fand ich klasse. Habe ich hart gefeiert. Also, das hast du auch nicht alle Tage, ne? Dass du so ein 28 Milliliter Vieh hast und da dann noch ein Sprayer mit am Start. Sehr, sehr gut. Noch mehr Ampullen habe ich leer gemacht. Ja,
echt so ein Ampullen-Fan geworden. Ist schon krass, ne? Dr. Barbour Power Serum Ampullen mit Beta-Glucan. Genau, beruhigend und stärkend. Ich mochte die ganz, ganz gerne tatsächlich. Also doch, mit Silber waren die auch noch. Ja, Hallöchen, Popöchen. Was habe ich denn hier drauf geschrieben? Beruhigt. Und irgendwas Verschmiertes. Okay, irgendwas Verschmiertes und beruhigt mochte ich auf jeden Fall und kann ich empfehlen. Das hatten wir auch irgendwo in einer Box, glaube ich, mit drin. In irgendeiner Glossy-Box war das doch, oder? Meine ich wohl. Und ja, ich weiß auch nicht, warum ich die ganzen Ampullen immer aufbewahre. Das ist manchmal auch ganz schön dumm. Mache ich, glaube ich, nächstes Mal nicht so. Naja, sehr gut auf jeden Fall. Dann hat Maya mir dieses Produkt geschenkt zum Geburtstag. Richtig cool. Ich mag so gerne die Cremeöl-Peeling von Kneipp. Ich habe tatsächlich zu meinem Geburtstag auch einige davon geschenkt gekriegt. Das hier kam jetzt von Maya. Liebe ich. Ist einfach großartig für die Haut. Es ist, reicht theoretisch für zwei Personen. Also es sollte, ne, wenn man, also eigentlich wäre es sinnvoll, wenn ich jetzt diese Packung nehme und sie mir dann umfülle, um sie dann halt auf zwei, drei Anwendungen aufzuteilen. Das wäre sinnvoller, als es so zu machen, wie ich es gemacht habe. Und ja, Vorsicht, Rutschgefahr, Nachgebrauch, Dusche, Badewanne reinigen. Safe. Also das ist alles sehr, sehr ölig, aber sehr pflegend, sehr angenehm. Ich mag die Peelingkörner. Gibt es aber auch in einem großen Pöttchen. Kann ich euch wirklich ans Herz legen. Eine ganz schöne Pflege und angenehm. Sehr erfrischend das Ganze. So, ein bisschen was haben wir hier noch. Wo ich gerade beim Trinken bin. Das hier habe ich von Hip mir gekauft. Mama Bio Schwangerschaftstee. Bio Kräutertee mit Apfel, Hagebutte und Holunderblüten. Also ich habe einige Schwangerschaftstees ausprobiert und das war einer von den wenigen tatsächlich, die ich mochte. Für Schwangerschaft, für einen Schwangerschaftstee okay. Wirkung Bauchi beruhigend. Ja, und das ist halt auch super wichtig, ne? Immer wenn ich dann halt so Bauchi auch hatte, dass ich dann da mir den Tee getrunken habe, durch das Fenchel ist es dann wahrscheinlich auch gut gewesen. Also mir hat es gut gefallen. Konnte ich warm trinken, konnte ich kalt trinken, hatte ich meine Freude mit. Noch ein bisschen mehr fürs Eincremen habe ich aufgebraucht von Bahia. Eine Körpercreme, Bodycream mit organischem Avocado und Prickly Pear Öl. Mochte ich gerne. Hat gut geduftet. Ist schön eingezogen auch tatsächlich. Ja, ich mag das ja, wenn das so alles so floral ist, ne? Das fand ich gut. Dann fürs Klo habe ich hier die WC-Ente, frische Siegel aufgebraucht. Da muss ich einfach sagen, auch ein richtig gutes Produkt. Also das ist halt so ein Stempel, den man reinstempeln kann. Für spülrandlose Klos ist das einfach die optimale Lösung meiner Meinung nach. Es ist hygienisch, es ist easy in der Anwendung und hält auch echt eine Weile, ne? Also schon sehr, sehr cool. Ja. Und dufttechnisch fand ich das auch sehr gut. Dann habe ich eine Handcreme von Isana aufgebraucht mit diesem süßen Igel drauf. Müsste ich von Dani oder so geschenkt gekriegt haben. Ich kann es leider nicht mehr lesen. Ich habe es mir mal irgendwann draufgeschrieben. Hat nämlich eine ganze Weile gebraucht. 24 Stunden Feuchtigkeit. Also es war jetzt nicht super reichhaltig oder so. Es war halt eine okaye Pflege, mit der ich leben konnte. Ich habe aber auch jetzt aktuell nicht so super trockene Hände, weil ich ja vieles einfach nicht mehr darf. Ich darf nicht super viel bei der Renovierung mitmachen. Ich darf nicht super viel im Garten machen. Er muss mich halt immer schonen. Dementsprechend ja, ist meine Haut dann auch geschonter. Ne? Jo, mochte ich gerne. Würde ich empfehlen. Kriegst du nicht ab hier. Dann habe ich aufgebraucht, das ist auch ein Rosenwasser fürs Gesicht gewesen, Rosen-Bio-Gesichtstonikum von Tau Asis, erfrischend und wohltuend. Ich habe es, wie gesagt, als Toner abends und morgens bei der Pflege oder vor der Pflege verwendet, nach der Reinigung, vor der Pflege. Super wichtig, so einen Toner zu verwenden, weil der die Haut einfach darauf vorbereitet, dass danach Pflege kommt. Und du hast ja in diesen, also gerade ich habe ja in der Pflege eine sehr hohe Wirkstoffkonzentration. Und damit meine sensible Haut damit nicht allzu sehr überfordert wird, ist es immer ganz gut, wenn du so einen Zwischenstep nimmst nach der Reinigung, also wenn sie halt wirklich komplett offen da liegt. Kann es auch nicht sagen, ne? Wenn sie komplett gewaschen ist, gereinigt ist und dann nichts drauf ist, auch keine schützenden Öle und Fette der Haut an sich, ne? So kann man sich das am besten vorstellen. Dann sollte man halt nochmal so eine leichte Chillschicht drüber geben. Und dafür ist halt Gesichtstoner ganz gut geeignet oder halt auch Gesichtswasser. Und ja, das habe ich jetzt aufgebraucht. War halt sehr klein und ist dafür, glaube ich, recht teuer. Aber es war halt da. Ich krieg's nicht hier ab. Das ist blöd.
Das ist sehr blöd. Noch was habe ich hier von Veleda. Und zwar das Schwangerschaftspflegeöl, der Klassiker. Wurde mir von super vielen von euch auch empfohlen. Habe ich verwendet, ist gut eingezogen, mochte ich gerne leiden. Würde ich mir auch so kaufen. Ich habe aber tatsächlich einiges an Schwangerschaftsölen noch da. Und ich brauche mir aktuell halt wirklich auch echt nichts nachkaufen, weil ihr wart so krass. Ihr habt mir zum Geburtstag so viele schöne Sachen geschickt. Und ich habe halt auch vorher schon in der Drogerie mir einiges gekauft gehabt. Werde ich im Leben nicht brauchen, aber vielleicht ist es ja auch nicht das einzige Mal, dass ich ein Baby in meinem Bauch drin haben werde. Mal gucken. Dann habe ich hier aufgebraucht von Eurodon, das müsste vom Aldi sein, Rundumschutz. Das ist einfach so ein Mundwasser. Finde ich sehr, sehr wichtig, finde ich sehr, sehr gut, weil das halt auch so ein bisschen noch nach dem Zähneputzen so ein, dass die Zwischenräume auch richtig sauber werden, dass die Zunge richtig frisch, ne? Einmal so einen richtigen Durchspülgedöns im Mund. Komische Formulierung, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich finde es einfach angenehmer und ich würde sagen, seitdem ich das halt auch regelmäßig verwende und ich verwende wirklich viel solche Mundwässer auch in letzter Zeit, geht es meiner Mundflora noch ein bisschen besser. Ich habe ja auch mit dem Rauchen aufgehört und habe da auch wirklich immer zugesehen, dass meine Zähne nicht danach aussehen, als würde ich rauchen. Und da hat mir sowas halt auch schon ganz gut geholfen. Natürlich auch eine generelle Zahnhygiene, die ich ja auch gemacht habe, mit zweimal im Jahr zur professionellen Zahnreinigung und so, ne, immer drauf achten. Ja, aber das hier ist jetzt halt auch eine sehr erfrischende Kiste. Mag ich gerne leiden. Und jetzt habe ich gesehen, weil ich wollte das eigentlich in den Sensitive haben, hatte ich aber nicht gefunden beim Aldi, dass mein Freund sich letztens auch sowas gekauft hat und er hat das in Sensitive gefunden. Voll. Wie frech von ihm. Aber ich habe jetzt eins von DM, Don't Do Dentist ist dann, glaube ich, ne? In Sensitive. Ja, das hatte ich mir vor einiger Zeit mal gekauft. So, ein paar kleine Sachen habe ich hier noch. Da habe ich einmal, aua, von Invisibobble die originalen Haargummis. Habe ich jetzt auch eins drin wahrscheinlich. Ich mag die halt einfach gerne. Meine Haare kommen da sehr gut mit klar. Ich habe überhaupt keine Probleme bei Invisibobbles, dass mir die Haare brechen oder ausreißen oder sich daran verheddern. Ganz im Gegenteil. Also das sind für mich die Haargummis schlechthin. Es gibt die ja auch, oh, mein Akku blinkt, in nachgemachter Form. Das ist nicht ganz so meine Welt, weil die mir zu schnell reißen. Aber die Originalen sind bei mir sehr, sehr nice. Und ich habe gesehen, Rossmann wird auch einen Invisibobble Adventskalender auf den Markt schmeißen. Ach so, und das wollte ich nämlich auch noch sagen, denn diese ganzen Adventskalendergeschichten sind ja auch noch ein Grund dafür, weswegen ich hier das Aufgebraucht-Video auch in etwas andere Kategorien unterteilen werde, weil dann habe ich eine Kategorie mit Kooperationspartnern, dann habe ich eine Kategorie mit allgemeine Produkte und dann habe ich eine Kategorie mit Adventskalenderprodukte, dass die Leute, die nicht gespoilert werden wollen, das quasi auch nicht werden, ne? Und ich glaube, das ist eine ganz gute Geschichte, wenn ich das so mache. Und dann kriegen wir das schon voneinander. Okay, so, wo war ich? Bio-Effekt, yo, das war auch was, ey. Wann ist das? Smooth, okay. Das EGF-Serum, das war also auch mal irgendwo in einem Adventskalender oder so drin. Super teures Produkt. Nee, das war in der Beauty.at-Box drin, so nämlich. Und ja, das hat die Haut smooth gemacht. Das ist wie so ein Serum gewesen, ne, was ich mir dann auf die Haut gegeben habe, hat mir gut gefallen. Würde ich mir aber nicht nachkaufen. Da hört selbst meine Liebe zu meiner Haut auf. Dann habe ich hier von Charlotte Tilbury die Pillow Talk Push-Up Lashes Mascara aufgebraucht. Das ist diese hier. Das ist schon ein cooles Teil. Ja, ich musste gerade ein bisschen wehleidig schlucken. Ja, meine Wimpern, die müssen sich noch ein bisschen fangen, ne? Ich habe letztens noch Videos geguckt von letztem Jahr halt, ne? Von den... Oh, jetzt muss ich was trinken. Von den Adventskalender-Unboxings, ne? Und, was hatte ich da für krasse Wimpern? Und jetzt? Ja, Schwangerschaft. Ich darf mein Wimpernserum nicht mehr verwenden. Ihr wisst Bescheid. Okay, das ist auf jeden Fall hier das Bürstchen. Das ist so ein Gummibürstchen, was so zusammengedrückt ist und irgendwie ganz fancy-pansy aussieht. Ganz aufregend, ne? Ganz speziell. Aber das hat auch damals, also wenn ich das verwendet habe, so schöne Wimpern gemacht. Ja, und jetzt macht es halt einen normalen Effekt. Ist okay. Komme ich mit klar. Nachts weine ich dann heimlich in mein Kissen. Okay, dann habe ich von Ila Maska einen Primer aufgebraucht. Und zwar den Hydra Veil Rehydrating Gel Primer. 7 ml waren hier drin. Den hatten wir mal in der Look Fantastic Box oder sonst irgendwie mit drin, ne?
Da habe ich auch noch eine andere Variante von. Das ist einfach so ein kleines Pöttchen. Den mochte ich wirklich gerne leiden, gerade als es so richtig, richtig heiß draußen war. War das eine Wohltat, weil der auch irgendwie so kühlend kam. Also blöd aufzutragen, weil du musst mit dem Finger da rein und dann wühlst du dir da einen zurecht. Aber ich mochte den gerne leiden. Also wirklich, das war ein schönes Produkt. Hat eine gute Wirkung erzielt. Dann habe ich hier von NYX die Creme Fraiche de Beauté. Eine Maske, die aufplumpen sollte. 15 ml. Jo, hat halt einfach mit Feuchtigkeit versorgt. Hat sich auch sehr, sehr kühlend angefühlt. Ich habe die morgens aufgetragen. Ne? Ich mochte auch den Duft davon. Weil es auch sehr frisch, sehr erfrischend war. Ja, und auch das Gefühl. Also meine Haut war danach immer refreshed und hat sich gut gefühlt und so, ja, ready for the day, ne? Total cool. Mochte ich auch gerne. NYX hat auch einen Adventskalender, den werde ich mir aber sehr wahrscheinlich nicht holen, weil mich das irgendwie, auch wenn ich die Produkte, die ich bislang so verwendet habe, gut finde, ne? Aber der catcht mich nicht so. Ich weiß nicht warum. Wirklich nicht. So, das letzte Produkt, was ich hier habe, ist von Mutti. Von Muti, der Purifying Gel Cleanser Clean. Ist auch nur so ein kleines Produktchen gewesen, was ich ja verglomet hatte. Der war okay, den habe ich jetzt 2, 3, 5 Mal verwendet. Und dann war er halt leer. Ne? Ja, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen. Das war halt beim Double Cleansing der zweite Schritt. Fand ich okay. Würde ich mir jetzt nicht aktiv kaufen oder so. Aber ist schon eine empfehlenswerte Kiste, wenn man den irgendwo in der Box hatte, den zu verwenden. So, das Moped hier ist leer. Und dieses Moped hier ist voll. Habe ich auf jeden Fall gleich Futter für mein Thumbnail. Ihr Lieben, das war jetzt hier mein aufgebraucht und plattgemacht Video von den Produkten aus August. Wow. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das jetzt mit der neuen Aufteilung findet. Ich persönlich finde es eigentlich ganz gut so. Ist halt nicht leicht, ist wirklich, du kannst es auch nicht jedem recht machen, ist klar. Aber ich möchte schon zusehen, dass ich das hier alles so hinkriege, dass alle zufrieden sind. Ne? Dass alle so im Großen und Ganzen sagen, ja Mensch, war schon gut. Und ich möchte natürlich auch damit zufrieden sein, weil es ist hier mein Kanal, mein Wohnzimmer, wie Maxim immer so schön sagt. Und genau, dass ich natürlich die Produkte von meinem Kooperationspartner verwende und aufbrauche, sollte uns allen bewusst sein. Und dann kommen sie halt gerade bei Pflege jedes Mal ins Aufgebraucht-Video mit rein. Und weil ich die halt so gerne mag, erzähle ich da ein bisschen mehr von. Ich müsste rein theoretisch das tatsächlich gar nicht so lang machen, aber ich mache es einfach. Okay, ihr Lieben, wie gesagt, das war es jetzt hier von mir und dem Aufgebraucht-Video. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und plattgemacht Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!